Ja, heute begrüße ich Sie alle recht herzlich mit einem etwas anderen Format, der Farbe entsprechend im Grünen. Ich begrüße recht herzlich Marco Tressel hier. Sie sind seit 2009 im Bundestag, vertreten das Saarland. Und ich möchte mit einer ganz einfachen Frage stellen, beginnen. Was ist denn so die erste Frage, die Sie gerne bekommen möchten? Was soll ich Sie fragen? Ja. Das ist Wunschkonzert. Das ist so schön das, heute. Das ist ja schön, wenn man mal irgendwo hingeht und darf sich die erste Frage selber aussuchen. Ja. Vielleicht können Sie mich ja mal fragen, wie ich meinen Urlaub verbringe dieses Jahr. Genau, Sie sind ja, was haben Sie gekriegt? Das habe ich auch protokolliert. Sie haben irgendwie ein Columbus Award bekommen, weil Sie so viel durch die Gegend reisen. Nein, ich reise nicht durch die Gegend. Ich setze mich ein für die deutsche Reisebranche. Okay, wo reisen Sie gerne hin? Also, und der nächste Urlaub? Ich reise gerne in die Bretagne. Warum? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin kein Freund mehr von der ganz großen Hitze. Mhm. Und da habe ich Frankreich und habe es aber nicht mehr ganz so heiß. Mhm. Und deswegen bin ich ein großer Freund der Bretagne. Aber reise insgesamt sehr gerne und habe immer noch meinen Fokus auf Europa gelegt. Mhm. Okay, fangen wir mal an. Wir forschen ja seit einiger Zeit hier mit dieser viel zitierten Generation Z. Also die Jugendlichen, die so ab 1990 fortfolgende uns mit ihrer Gegenwart erfreuen. Sind Sie in Ihrer politischen Arbeit schon intensiv mit dieser Generation zusammengestoßen? Also ich komme ja mit dieser Generation öfter zusammen. Wir haben natürlich Themen, die diese Generation betreffen. Wir haben aber natürlich auch in den Büros bei den Mitarbeitern diese Generation jetzt verstärkt, die dort kommt. Und deswegen ist das natürlich für uns durchaus ein Punkt, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden. Ja. Wo kommt die denn in Ihrem Wahlprogramm vor? Naja gut, Sie haben das Thema Digitalisierung, das ist ja ein Querschnitts, Sie haben ja ein Querschnittsthema heute mit dieser Generation. Das ist die Generation, die natürlich mit vielem aufgewachsen ist, was wir, die wir vorher geboren sind, noch nicht gekannt haben in Kindheit und Jugend. Und deswegen haben wir die an ganz vielen Stellen im Querschnitt drin, wenn es um das Thema Mobilität geht, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, wenn es auch um die Frage geht, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist die Generation, die das stärker auf der Agenda hat als die Generationen vorher. Und deswegen kommen die natürlich an ganz vielen Stellen vor. Ich weiß nicht, ob sie explizit vorkommen. Ich glaube, benannt sind sie nicht im Wahlprogramm, aber sie kommen natürlich an ganz vielen Stellen vor. Mhm. Also explizit habe ich sie zumindest nicht gefunden. Ich glaube aber auch in keinem anderen Wahlprogramm. Das ist doch das Verblüffende. Also jetzt mal so als Randanmerkung. Die kommt auch in den anderen Programmen nicht vor. Auch in sehr vielen der Zukunftsentwürfe, die man liest. Das ist das, was uns als Forscher ein bisschen irritiert. Weil wir wissen sehr wohl, dass Digitalisierung natürlich ein Thema ist. Aber das ist für die Generation Z Gewohnheit. Das ist nichts Besonderes. Mhm. Das Smartphone ist halt da. Anders als für andere Generationen, die das faszinierend fanden, dass das plötzlich da war. Mhm. Für die ist das Digitalisierung gar nicht so das ganz spannende Thema. Und deswegen überrascht es mich, dass es nicht vorkommt. Und das erklärt aber auch ein bisschen, warum diese junge Generation aus meiner Sicht, das wird die nächste Frage auch wieder werden, warum die sich nicht so richtig mit politischen Parteien anfreundet. Ach, also ich glaube, wir machen ja keine Politik für eine bestimmte Generation. Und ich glaube, wenn wir in den Parteien diskutieren, wir haben ja jetzt einen langen Programmprozess hinter uns, dann muss man natürlich schon gucken, wie entwickeln sich die Dinge insgesamt. Und das ist ja nicht auf eine Generation tatsächlich fokussiert, sondern wir haben ja am anderen Ende auch das Thema demografische Entwicklung zum Beispiel. Das heißt, wir werden immer älter, wir haben immer mehr ältere Menschen, gerade im Saarland ist das ja ein Thema. So, dass es, glaube ich, falsch wäre, sich auf eine Generation zu fokussieren, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir eigentlich die Generationen zusammenbringen. Und dann haben Sie tatsächlich einen Querschnitt der Themen. Viele Themen, die uns betreffen beim demografischen Wandel, betrifft natürlich auch diese Generation. Mhm. Ja. Das Thema Bildungspolitik, Hochschulpolitik, viele andere Themen, das sind Themen, die diese Generation betreffen, aber die auch andere Generationen betreffen. Deswegen glaube ich, wäre es auch falsch zu sagen, wir machen Politik für eine bestimmte Generation und nennen die auch in einem Wahlprogramm. Ich glaube, wir müssen ja schon das Große und Ganze im Blick behalten. Mhm. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es steht in keinem Wahlprogramm drin. Aber man kann natürlich durch eine Themensetzung schon in bestimmte Richtungen agieren. Ja.
Aber jetzt, weil wir es jetzt mal so explizit ansprechen, macht Sie das nicht schon ein bisschen stutzig? Weil ich meine, wir haben in England erlebt, der Brexit, wo die junge Generation von den gesamten politischen Prozessen sich abgekoppelt hat. Ja, die hat am nächsten Tag gegoogelt, was ist eigentlich Brexit, weil die sagt, also Politik. Hätte sie besser mal vorher getan. Ja, jetzt kann, aber das wäre jetzt erstmal so die Nachfrage dann, ja? Ja. Hätte sie es besser getan? Das ist jetzt, wo man sagen, das, was wir aus dem Eltern-Ich den Kindern gegenüber sagen. Mhm. Man kann natürlich auch fragen, ist es nicht schon ein bisschen Schuld auch der, ich will es nicht fast sagen, traditionellen Parteien, dass sie sich mit dieser Gruppe nicht explizit beschäftigen? Also off the record, jetzt mal wie off the record im Interview gesprochen, haben ja auch viele Politiker gesagt, die sind einfach nicht viel genug. Die zählen, das rechnet sich gar nicht. Ja, das ist Teil der politischen Logik immer gewesen, dass man sagt, wir machen Politik für bestimmte Gruppen. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass die kommenden Generationen, wir haben ja jetzt auch einen Generationswechsel in der Politik, das heißt, wir sehen jetzt, dass viele Jüngere kommen. Das ist jetzt Richtig, ist noch nicht die Generation Z. Aber wir erleben das ja auch im Saarland jetzt und erleben das auch auf Bundesebene, dass wir plötzlich ganz viele Jüngere auch in den Parlamenten haben, die merken, wir haben jahrelang ja Klientelpolitik betrieben, auch für bestimmte Generationen. Wenn ich mir angucke, dass früher sehr stark auf die Älteren fokussiert wurde, weil man wusste, die gehen verlässlich zur Wahl, also muss ich denen ein spezifisches Angebot machen. Ja? Das ist gerade bei den Jüngeren, glaube ich, jetzt überholt. Wir sehen mit Macron zum Beispiel, der ja explizit angetreten ist mit so einer Reformagenda, die früher, glaube ich, nie mehrheitsfähig gewesen wäre, weil alle Angst gehabt hätten, wir müssen mehr arbeiten oder sonst was, dass die Leute sagen, na, wir entscheiden jetzt schon auch stärker nach inhaltlichen Aspekten und verlassen so diesen ideologischen Rahmen, den die Parteien früher geboten haben. Mhm. Ich glaube, die Parteien wären klug beraten, sich dort ein Beispiel zu nehmen und auch den Leuten tatsächlich rein Wein einzuschenken an der einen oder anderen Stelle, wie wird sich die Gesellschaft entwickeln. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen das im Übrigen anderswo auch, dass man aus diesem klassischen Rahmen der Volkspartei rausgeht. In Österreich jetzt Sebastian Kurz, der sagt, ich trete nicht mehr an mit meiner österreichischen Volkspartei, sondern ich trete an mit einer Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Ne? Das heißt also starke Personalisierung und Aufbrechen dieses Deutungsrahmens, den die Parteien vorher gegeben haben. Wobei, also das wäre ein Punkt, den ich verstehe, den ich auch, meine Rolle ist nicht zu akzeptieren. Ich bleibe aber dabei, ich will es nur einfach nochmal fürs Protokoll angeben. Diese Idee des Abkoppeln einer Generation, für eine Generation, die die Zukunft prägen soll, das ist schon ein gewisses Problem. Und das macht zum Beispiel Kurz in Österreich ein bisschen anders, der ganz gezielt auch den Draht zu dieser jüngeren Generation sucht, auch gezielt versucht, die Themen aufzugreifen. Das ist natürlich auch seinem Lebensalter. Ich weiß, der hat natürlich mit seinem Alter etwas Leichtes als jetzt ein paar ältere Politiker. Ja. Nur das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also aber stellen Sie sich vor, Angela Merkel müsste das in gleicher Weise machen oder auch andere. Ich glaube, dass man... aber das ist doch nicht altersbedingt. Also ich meine, es geht ja um Themen. Und wir werden gleich nochmal zu zweiter Themen kommen für die Generation Z. Sodass ich es schon interessant finde, dass man zwar früher gesagt hat, okay, wir haben Themen für die Älteren und nichts für die Jüngeren, dass man aber jetzt nicht umgekehrt sagt, okay, wir haben spezifische Themen, die tangieren die Älteren, die auch ansprechen, spezifische Themen die Jüngeren. Saarland zum Beispiel, ich meine, Sie als Saarländer kennen die Zahlen besser als ich, der bekanntlich kein Saarländer bin. Relativ viele aus der Generation Z verlassen das Saarland. Das ist ja nicht so, dass die Zuwanderungsstatistik in der jüngeren Generation im Saarland eher ins Positive geht. Das ist ein klassisches Problem des Saarlandes. Aber deswegen haben wir es ja auch angesprochen. Zum Beispiel im letzten Landtagswahlkampf. Nur offenbar ist es in der Form nicht gutiert worden. Also wenn ich über die Frage spreche, zum Beispiel, wie statte ich die Hochschulen aus? Die Hochschulen sind die Keimzelle dafür, dass ich hier Strukturen entwickle, dass auch junge Leute, die ja heute im Schnitt besser ausgebildet sind als noch vor 30 Jahren, sagen, ich bleibe hier. Da geht es nicht mehr allein um die Frage, kann ich als Facharbeiter hier bis zur Rente erfolgreich sein? Das heißt, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Sondern ich sag mal, wenn ich das Beispiel meines Schwagers sehe, der Physiker ist, der mittlerweile eine Professur hat in Lübeck, der hätte überhaupt keine Chance, ins Saarland zurückzukommen, weil er hier überhaupt gar nicht die Rahmenbedingungen hätte, beruflich aktiv zu sein, selbst wenn er nicht im Hochschulbereich wäre.
Ja, also auch in der Wirtschaft ist es außerordentlich schwierig. Und das haben wir ja angesprochen in diesem Wahlkampf, indem wir massiv die Hochschulen in den Mittelpunkt gestellt haben der Kampagne. Am Ende haben die Leute gesagt, uns ist wichtiger, dass die Große Koalition irgendwie Industriepolitik macht, die am Ende den Facharbeiter nutzt, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber eben dem Akademiker am Ende weniger nutzt. Mhm. Und wenn wir nicht wollen, und das ist nun mal so, dass wir durch die Anpassung im Bildungswesen in den letzten Jahren heute mehr Menschen haben, die Abitur machen, die ein Studium absolvieren und nachher auch entsprechende Arbeitsmöglichkeiten brauchen, dann muss ich eben den Nukleus legen. Mhm. Das heißt, ich muss Geld investieren, ich muss ein gutes Gründungsniveau organisieren. Und wenn man sich die Studien der letzten Wochen zum Thema Gründungen anguckt, dann ist das Saarland bundesweit auf einem der letzten Plätze. Dann ist das natürlich ein Problem. Ja. Aber offenbar ist der Masse der Bevölkerung das zumindest in der Weise nicht bewusst. Ja, hier kommt das, was mir einmal ein bekannter Ministerpräsident erzählt hat. Das große Problem unserer aktuellen Parteienlandschaft ist, dass wir sehr viele wichtige Themen haben, die aber alle den Stempel tragen, es ist politisch nicht kommunizierbar. Das ist das scheint ein Thema zu sein, das weiterhin in der das existiert. Das ist ein Teil des Problems, das hängt aber auch mit der Struktur des Landes zusammen. Stark zum einen ländlich geprägt, obwohl wir per Definition überhaupt gar keinen ländlichen Raum haben im Saarland. Und zum anderen natürlich sehr stark durch die Industrie geprägt, auch durch die Montanindustrie geprägt. Und die Leute sagen am Ende, naja, was in den letzten 100 Jahren gut war, kann ja für die Zukunft nicht schlecht sein. Und deswegen haben wir diese starke Industriezentrierung auch im Regierungshandeln, dass man gesagt hat, wir machen eine Industriestrategie. Das aber wenn ist wir noch mal, vom Grundsatz her ich richtig. Ich muss mal sprechen, wenn wir jetzt bei dieser Industriezentrierung bleiben, jetzt mal auch konkret zu Ihrer Partei rüber schwenken. Also ich bin ja bekanntlich mindestens ein, wenn nicht zwei Generationen oder drei Generationen, also vor Ihnen. Ich komme noch aus einer Zeit, da gab es noch eine Petra Kelly bei Ihnen. Also das war eine ganz andere Zeit. Kommen bei Ihnen eigentlich jetzt mal, das hat jetzt gar nichts jetzt mit großer Politik zu tun, kommen bei Ihnen eigentlich noch so Themen wie Kapitalismuskritik vor? Ja. Oder das ist ja ein Thema, das zurzeit wieder in den Vordergrund teilweise das rückt. Ist ein Thema, das natürlich im Zuge der G20-Debatte jetzt wieder Stück weit in den Vordergrund tritt. Das ist aber auch ein Thema, das natürlich im Kontext mit anderen Themen diskutiert wird. Also das Thema globaler Süden, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Entwicklungsländern um? Was könnte unser Beitrag sein, um Entwicklungsländer tatsächlich stärker zu entwickeln? Das sind Fragen, die werden natürlich diskutiert, aber immer im Kontext natürlich auch mit anderen Fragen. Ja, immer im Kontext. Gut, immer im Kontext ist natürlich immer das Problem, es ist ganz was Großes und man sieht das Leuchtende nicht. Bei dieser gerade jetzt G20-Geschichte, da ist ja auch ein bisschen diskutiert worden, dass gerade Ihre Partei nicht so unbedingt eine eindeutige Meinung dazu hatte. Wie kommt sowas? Weil das scheint ja ein sehr Unterschied zu sein. Also da scheinen einige der Meinung zu sein, da halten wir uns mal völlig raus. Naja. Obwohl gerade G20 ja ein Thema wäre, das gerade Ihrer Partei ja, ich will jetzt nicht sagen ideologisch, das Wort darf man nicht mehr verwenden, aber doch schon ideologisch eigentlich Markenbestandteil auch Ihrer Partei ist. Und einige andere sagen, nee, wir hätten mitmachen müssen. Einige sagen, nee, also Sie waren ja in der Regierung in Hamburg. Wir sind immer noch in Hamburg in der Regierung. Waren habe ich gestrichen. Ist die Frage, wie geht man damit um? Sind natürlich in so einem Fall ist man relativ schnell in einer Zwickmühle. Dass man sagt, auf der einen Seite bin ich in Verantwortung in einer Stadt, die das ausrichten muss und auch dafür sorgen muss, dass das organisatorisch, auch sicherheitstechnisch gut über die Bühne geht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Globalisierungskritik, auch eine Kritik an der Frage, wie wird dort verhandelt oder über was wird dort gesprochen. Und das ist klar, wir haben auch die Grünen in Hamburg haben sich ja positioniert über die Frage, hätte man das so machen müssen. Ja? Da habe ich auch eine ganz klare Position dazu. Habe das nicht für klug gehalten, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir machen das in Hamburg. Das ist eine Stadt, wo sowas natürlich auch ein Stück weit vorprogrammiert ist, wo ich eine große autonome Szene habe, wo ich gut, Schanzenviertel ist ja ein idealer eine linke Szene habe, die
das erwartbarerweise nicht gutiert, was dort passiert. Gut, aber jetzt, nachdem es da stattgefunden hat, ich habe also da wirklich auch vermisst, in welche Richtung auch immer. Ja, also man kann ja diskutieren über die Idee, was sind die Themen, man kann diskutieren, ist diese Campverbot-Geschichte richtig gewesen, man kann diskutieren, ist, was die Polizei gemacht hat, richtig oder falsch. Da halten Sie sich aber erstaunlich, oder sind das die Erfahrungen, die Frau Peter in also ich glaube, Köln erfahren hat? Ich glaube, erstens kann man die Polizei kritisieren, wenn man der Auffassung ist, da ist was falsch gelaufen. Ich glaube, dass auch unsere Innenpolitiker das sehr deutlich gemacht haben. Aber nicht nur die. Ich habe gestern ein Interview gehört mit einem Polizeiwissenschaftler, einem Kriminologen, der gesagt hat, Polizei hat da zu hart reagiert. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich in der Einsatzstrategie oder in der Einsatztaktik der Polizei da nicht so tief drin stecke, dass ich das beurteilen könnte. Aber ich glaube, dass auch führende Grüne deutlich gemacht haben, zum Beispiel dieses Campverbot, auch das Demonstrationsverbot in einer sehr großen Zone in der Innenstadt, das ist ein Fehler. Ich glaube auch, dass man einen solchen Protest kanalisieren muss. Das muss man auch aushalten. Ihm eine Plattform geben dann. Dass ihm auch eine Plattform geben. Und ich glaube auch, das muss man aushalten, dass Leute friedlich sagen, wir sind gegen diesen G20-Gipfel oder auch gegen diese G20, wie sie sich quasi, sich die Welt aufteilen. Ja? Und interessant ist ja, dass sicher 80% der Protestaktionen friedlich waren. Ich habe gestern gesehen, was Attac gemacht hat, was auch Greenpeace gemacht hat. Das heißt, solche Proteste braucht es auch. Ich finde, dass das zu einer demokratischen Kultur gehört. Und ich glaube, dass wir das auch deutlich benannt haben. Wir sind natürlich an so einer Stelle... Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Das ist deutlich benannt. Also ich habe das jetzt mir angeguckt, weil es ja wirklich ein spannendes Thema ist, schrecklich war. So deutlich habe ich die Artikulation der Grünen zu dem Thema. Na, also meine Kollegin Irene Mihalic hat als Innenpolitikerin gestern deutlich gesagt, die Polizei hat überzogen. Konstantin von Notz hat das Seine dazu gesagt. Sven Giegold hat das Seine dazu gesagt. Gut, auch, dann nehme ich das offiziell im Ausdruck des Bedauerns zurück. Auch Cem Özdemir hat sich deutlich artikuliert, auch zu den Inhalten. Ich denke, unsere Grünenspitze in Hamburg hat gestern Abend nicht teilgenommen an diesem großen Konzert, auch um ein Zeichen zu setzen. Die Frage ist ja immer, in welchen Protestformen artikuliert sich das? Ja? Dass wir uns nicht natürlich vorne auf die Barrikade stellen, ist auch klar. Ja? Aber ich glaube, man kann das deutlich benennen. Von den anderen Parteien habe ich zu diesem Thema überhaupt gar nichts gehört. Ja. Also nicht primär zurückgepfiffen, so ähnlich wie Frau Peter damals in Köln. Weil das war ja so eine Aktion, wo sie dann als Erste, was ich sehr authentisch fand, erklärt hat, nee, finde ich nicht gut, was damals auch die Mehrzahl in NRW in der Form ähnlich gesehen hat. Ich glaube, man muss heute sehr genau wägen, wann sagt man was wie. Ja, wir sind heute in einer Zeit, wo sie natürlich sehr viel kritischer beäugt werden mit dem, was sie sagen. Wo man heute auch sehr schnell bereit ist, in den Medien einen Hype zu organisieren, was dann in einem Shitstorm enden kann. Ich glaube, man muss heute sehr genau wägen, was sagt man, wie sagt man es und wann sagt man. Ich glaube, es ist gar nicht die Frage, was hat da jemand gesagt, sondern man muss auch immer abwarten, was kommt zum Beispiel bei Untersuchungen raus. Also ich würde mir heute nicht nach einer Stunde oder nach zwei Stunden anmaßen wollen, auch über die Polizeitaktik in Hamburg zu urteilen. Das müssen die Leute machen, die da Einblick haben und die das auch machen können aufgrund ihres fachlichen Hintergrundes. Und ich glaube, wir müssen uns, und das gilt für die Politik insgesamt, wir müssen heute auch aufgrund der sozialen Medien öfter mal überlegen, was sage ich denn wie schnell. Also wir sind heute sehr schnell versucht, irgendwas in die Welt hinaus zu posaunen, was auch sehr schnell seine Ausspielwege findet über die sozialen Medien. Und deswegen muss man mal sehr genau wägen, was sagt man zu welchem Zeitpunkt. Das heißt, da irritiert Sie auch nicht, dass Sie jetzt gerade wegen dieser G20-Geschichte nicht gerade die optimale Presse bekommen haben. Also ich habe nur gerade heute früh die Highlights rausgedruckt. Ja? Parteispitze schweigt, Basis kocht. Wie feige sind die Grünen? Ducken sich die Grünen weg? Schlechte Erfahrung mit Polizeikritik. Das waren so die fünf
Top-List, also, die ich in der Google gekriegt habe. Wir wissen ja heute, dass wir ganz schnell auch immer Schlagzeilen haben. Mhm. Weil es früher war es so, ich sage das immer gerne, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre in der Politik dabei. Früher war es so, dann hat man ein Thema bearbeitet, auch die Medien, und haben das sehr reflektiert gemacht. Wir haben ja heute auch den Druck in den Medien, schnell Schlagzeilen zu produzieren. Mhm. Das ist im Übrigen ganz, ganz in Ordnung, wenn das auch kritisch hinterfragt wird. Mhm. Ja? Weil das ist die Aufgabe der Medien, kritisch zu hinterfragen, was ist die Rolle bestimmter Parteien. Ich würde mir wünschen, dass sie es mit den anderen Parteien genauso machen. Das heißt auch mal hinterfragen. Da konzentriert man sich sehr stark auf sie, ja, richtig. Ja, mhm. Das ist auch, sag ich mal, auch nicht zwingend schlecht, weil mhm. Man damit natürlich auch in der Debatte drin ist und natürlich auch seine Position in so einer Debatte kundtun mhm. kann. Ich glaube, uns ist eigen als Grüne, dass wir gerne diskutieren, dass wir auch parteiintern gerne diskutieren mhm. und eben nicht stromlinienförmig sind, wie das in vielen anderen Parteien ist. Mhm. Wenn Frau Merkel heute, glaube ich, das haben wir jetzt bei der Ehe für alle gesehen, die sie gut, im Vorbeigehen... Da habe ich keine Karte dazu. Nein, das macht nichts. Die sie quasi im Vorbeigehen abräumt. Ja, und, war aber schon clever. War clever, durchaus. Nur sowas wäre bei uns... unabhängig von diesem Thema, mhm. Schwer möglich gewesen, weil dann alle mal gesagt hätten, stopp, jetzt räumt die das ja, hier bei Brigitte ja. TV ab. Ja? Das ist schon kurios. Ja? Und deswegen, das ist den Grünen quasi in der DNA. Die diskutieren halt, die können sich auch mal untereinander verprügeln, aber am Ende marschieren sie meistens dann doch in die gemeinsame Richtung. Suchen. Ja. Okay, ich hüpfe mal zu ein paar ganz anderen Schlagzeilen, die ich da heute früh rausgeholt habe. Audi-Mitarbeiter festgenommen. Der ist ja, Fall ist ja bekannt, der ja. ist ja wegen Dieselgate ja. festgenommen worden, weil die Amerikaner es wollten. Weil die Amerikaner es wollten. Und wird jetzt nach Amerika ausgeliefert. Das muss man mal abwarten. Aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Das ist Sache der Justiz. Normalerweise ist es ja so, dass man nicht so schnell aus Deutschland als deutscher Staatsangehöriger ausgeliefert wird an einen anderen Staat. Dumm ist, der ist nicht deutscher Staatsbürger. Ich habe das im Detail nicht verfolgt. Aber Fakt ist, offenbar liegen da hinreichende Gründe vor, jemanden tatsächlich in Haft zu nehmen. Ich bin kein Jurist, ich kann das juristisch nicht einschätzen. Aber es ist tatsächlich so, dass offenbar die Automobilkonzerne mit hoher krimineller Energie versucht haben, sich einen Vorteil zu verschaffen, der ihnen jetzt auf die Füße fällt. Bin da ganz ehrlich, mein Mitleid hält sich in engen Grenzen. Man hat jahrelang, ich bin da zweifach betroffen mit meinen beiden Autos, auch die Kunden getäuscht. Man hat mir ein Auto verkauft mit der Zusicherung. Gut, sind ja garantiert ökologisch korrekt ja, gefahren. Ich habe mir tatsächlich ein Auto gekauft im Hinblick auf den niedrigen CO2-Ausstoß und im Hinblick auf den niedrigen Verbrauch. Ich bin von Audi bzw. von VW, zwei Autos aus dem VW-Konzern, zweimal, wenn man es krass sagen will, betrogen worden. Und deswegen hält sich nicht nur als Verbraucher, sondern auch als Politiker mit einem ökologischen Hintergrund mein Bedauern über diese Verhaftung in engen Grenzen. Was mich ein bisschen wundert ist, gerade diese Wahlkampfszene, in der wir jetzt stehen, wo es ja auch um Besetzen von Themen gibt, Besetzen um Themen geht. Warum ist diese ganze Dieselgate-Thematik mit allem, was dazugehört, das ist ja ein ganz breites Spektrum, kein Thema, das Ihre Partei ganz offensiv aufgegriffen hat? Also. Oder jetzt, ich frage mal korrekt, ich will die Frage exakt formulieren, ja. bevor das Kontra kommt, so aufgegriffen, dass es der normale Bürger merkt. Also ich glaube, erstens, ohne die Grünen im Deutschen Bundestag hätte es überhaupt keinen Untersuchungsausschuss gegeben zu diesem Thema. Mhm. Den gab es. Das ist erstmal ein Verdienst der Grünen. Und auch die Tatsache, dass die Bundesregierung immer wieder Stellung nehmen musste zu diesem Thema. Mhm. Es gibt ja eine enge Kumpanei zwischen der Bundesregierung und den Automobilherstellern. Die haben uns ja, jahrelang im Konzert beschissen, mhm. ja, weil die Bundesregierung genau wusste, was die Konzerne da machen. Die dürfen sich ja zum Teil selber überprüfen. Die dürfen die Autos dort auf die Prüfstände stellen, wo sie glauben, es kommt für sie das beste Ergebnis raus. Ich glaube, ohne uns wäre dieses Thema kein solches Thema gewesen. Was natürlich passiert ist, dass man dieses Thema
natürlich auch kommunizieren muss. Und das ist kein einfaches Thema in der Kommunikation, weil es sehr technisch ist und weil natürlich auch viele Millionen Menschen davon betroffen sind. Die haben im guten Glauben einen Diesel gekauft und sitzen jetzt auf diesem Auto und sagen, naja, was mache ich jetzt? Da reden wir über Fragen des Wertverlustes und lässt die Bundesregierung die Menschen natürlich auch im Stich. Ich sage mal Stichwort Sammelklage. Ja, also die Möglichkeit, dass ich mich eigentlich als Kunde wehren kann. Ich habe, wie gesagt, zwei Autos aus diesem Konzern. Ich hätte große Lust, denen die Autos auf den Hof zu stellen und zu sagen, ich hätte gern mein Geld zurück und bin gern bereit, euch vielleicht nochmal ein anderes Auto abzukaufen. Ja. Aber nicht unter dieser Prämisse. Ja. Darf ich Sie kurz unterbringen? Jetzt mal ganz konkret. Ich meine, ich bin jetzt kein Politiker, ich bin Wissenschaftler, ja. Also lebe in meinem Türmchen, sehe die Welt auf Distanz und so weiter. Also ein ganz anderer Kontext. Aber wenn ich Politiker wäre, der durchaus, wie Sie es auch sehen, ein bisschen Gefühl auch für Medien und für Wirksamkeit hat. Und jetzt bin ich in einer Partei, wo am Etikett draufsteht, die Grünen. Ja, und dann gibt es dieses Dieselgate mit allem, was dazugehört. Und das kommt nirgendwo so, dass, wie gesagt, ich gut mit der Arbeit mit dem Untersuchungsausschuss d'accord. Das ist nicht das Thema. Ich habe vorhin noch nicht gesagt, nichts getan. Die Kritik würde ich mir nicht anmaßen, sondern die Öffentlichkeitswirksamkeit. Ja, aber die haben wir ja nicht wir alleine in der Hand. Ja, aber da kann man doch was. Ich verstehe nicht. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie heute als Politiker, Sie haben gesagt, Sie sind Wissenschaftler, wenn Sie heute für Ihre Forschungsergebnisse eine Öffentlichkeit sich suchen müssen, dann wissen Sie, wo kann ich publizieren, wen interessiert das? Mhm. Heute ist es ja für uns viel schwerer, ein Thema über einen längeren Zeitraum zu setzen. Ich habe das vorhin gesagt, wo früher in der Woche eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, um das mal ein bisschen platt so zu nennen. Müssen Sie ja heute durch Spiegel Online, durch Bild.de viel stärker kämpfen, um für ein Thema Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie haben ja nicht ein Thema, sondern Sie haben ja 10 Themen, die parallel laufen. Mhm. Ja? Und Sie können ja nicht sagen, das ist jetzt mein Thema. Also ich glaube, wir haben bei wenigen Themen so viel Energie darauf verwendet, dieses Thema auch medial zu setzen. Mhm. Nur Sie haben das ja heute nicht in der Hand. Wenn Spiegel Online sagt, wir lassen das nicht laufen, was gar nicht stimmt. Also ich glaube, wir hatten bei dem Thema eine gute Abdruckquote, ob das Print war, ob das digital war. Aber wir haben ja Themenkonjunkturen und diese Konjunkturzyklen bei den Themen, die Leute draußen beschäftigen, die sind recht kurz. Und meine Erfahrung aus den vergangenen Jahren ist, und das ist in dem Fall, wundert es mich eigentlich, weil die Menschen, die davon betroffen sind, die mal neu ein Auto gekauft haben, die müssten eigentlich auf die Barrikade gehen und das Thema von sich aus weiterdrehen. Sie haben da relativ eingeschränkte Möglichkeiten. Das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Wenn die Medien 10 große Themen haben und die letzten 2-3 Jahre waren ja nicht arm an großen Themen, ja, dann rutscht so ein Thema auch ganz schnell runter. Wenn das um 15 Uhr bei Spiegel Online ganz oben steht, ist es um 17 Uhr schon ganz unten beim Thema Wirtschaft. Ja. Gut, da sind natürlich jetzt die rein industriepolitischen Themen, weil Sie haben gerade mehrfach jetzt von Arbeitnehmer gesprochen. Das dominantere Kriterium in der wahrgenommene Diskussion sind ja gar nicht so sehr die Kunden der ganzen Geschichte. Nee, das sind die Arbeitnehmer. Das sind die Arbeitnehmer der Geschichte. Ja. Nach dem Motto, können wir denen jetzt zumuten, für 1.900 Euro oder wie viel auch immer alles umzurüsten? Was hat das für die Gewinne, was hat das für die Arbeitsplätze zu tun? Und so gesehen war meine Frage jetzt, die Details, wir sind alle keine Techniker, wir können das alles nicht nachvollziehen. Mich wundert es ein bisschen, wenn ich jetzt ich habe mir jetzt Ihre Sachen doch brav durchgelesen und hatte vorher eine Wahrnehmung und habe das jetzt mal so ein bisschen so gegeneinander gebracht und hatte auch so eine Idee, wofür Ihr Club da stehen könnte, so etwas alt, nostalgisch aus der vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Und was mich wundert ist, dass Sie in diesem jetzigen Wahlkampf, wohlgemerkt in der Wahrnehmung, jetzt gar nicht in Ihrem Aktivitätenspektrum, sehr wenig Themen haben, wohlgemerkt, das ist jetzt reine neutrale Wahrnehmung, ja, die irgendwie plakativ, jetzt Kohlekraftwerke, das lasse ich mir noch einreden, das ist jetzt ein Randthema, das nicht die ganze Welt bewegt. Obwohl man es gut kommunizieren kann, das ist der Pluspunkt dieser Geschichte. Aber gerade jetzt beispielsweise diese Idee mit VW, mit Dieselgate. Oder Sie haben in Ihrem Parteiprogramm ja sehr schön drin, Gerechtigkeit bei Entlohnung. Das ist ja ein ganz zentraler Punkt, der also im Parteiprogramm
nicht, also im Wahlprogramm, Wahlprogramm, im Wahlprogramm, das da jetzt verabschiedet wurde oder diskutiert wird, kommt das ja massiv drin vor. Aber dann kriegt ein Vorstand 12 Millionen Abfindung. Naja, aber das wäre doch zum Beispiel etwas, das kann man doch in eine klare, knappe Botschaft sagen, im Parteiprogramm, im Wahlprogramm, Entschuldigung, klingt das sehr abstrakt, Lohn, Entlohnungsgerechtigkeit und wir wollen sorgen dafür. Dann steht der Nebensatz auch drin und ab 500.000 Euro sollen also die Zusatzbeträge nicht mehr und so weiter. Der Normalsterbliche kriegt das nicht mit. Ja? Warum? Und Sie sind ja eine große Partei, Sie haben ja einen Riesenapparat, Sie haben ja Medienberater, rauf und runter. Warum überlegt man nicht, wie kann ich diese Botschaft rüberkriegen? Und da brauche ich dann nur mal den Betrag nehmen, kann gucken, was das letztlich dem Steuerzahler kostet und kann sagen, Leute, ist das, was ihr wollt? Und dann brauche ich nur mal sagen, wer nichts gesagt hat. Und dann gibt es doch eine Botschaft. Ja, oder, gibt, oder denke also, ich, das jetzt zu simpel? Sie, na, ja, das ist etwas zu simpel, weil wir ja gar nicht, wir können die Botschaft setzen. Aber das ist ja alles auch passiert. Wir haben ja diese Debatten, als es um diese großen Abfindungen ging. Solche Sachen kommen ja nicht ohne Grund in ein Wahlprogramm rein. Das heißt, in 4 Jahren haben Sie Themen, die passieren. Und dann gibt es Leute, die arbeiten dazu. Ich meine, wir haben natürlich keinen Apparat wie die Union, wenn Sie sagen Medienberater. Also ich sag mal, unsere Bundesgeschäftsstelle ist überschaubar groß. Da gibt es auch Menschen, die sich mit Medien beschäftigen. Das ist gar keine Frage. Mhm. Nur wir bewegen uns ja nicht im luftleeren Raum. Ich habe das vorhin angesprochen, das Thema Themenkonjunkturen. Ich weiß das ja aus dem Saarland. Sie können hier versuchen, ein Thema zu setzen, das Sie für gut finden. Auch das ist ein Thema, das kann man einmal fahren. Dann läuft es einen halben Tag irgendwo. Ja. Aber das ist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der großen Masse. Mhm. Und Sie haben das vorhin angesprochen mit den Kohlekraftwerken. Wir haben ja einen Rahmen, in dem wir über Kohlekraftwerke reden. Das ist das Thema Klimawandel oder Klimakrise, die uns ja heute bedroht. Das merken wir ja heute auch schon an vielen Stellen. Ja? Und deswegen, ich glaube, das ist dieser große Bedeutungszusammenhang, der ist für uns ja wichtig, weil das ist ein grünes Kernthema. Das andere ist zweifelsohne ein wichtiges Thema. Auch das Thema Gerechtigkeit ist ein wichtiges Thema. Aber wir müssen ja auch schauen, wofür stehen die Grünen und womit bringen die Leute draußen die Grünen auch zusammen. Und dass wir da die ökologischen Themen noch mal stärker in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist auch richtig. Mhm. Also das ganze Thema Klimakrise, das hat am Ende auch was mit sozialer Politik zu tun. Mhm. Weil natürlich die Leute, die vermögender sind, können sich auch in dieser Frage besser schützen. Das hat auch im Übrigen was mit dem Thema Diesel zu tun. Weil natürlich die Leute, die sich das leisten können, jetzt sagen, naja, dann kaufe ich mir, wenn jetzt irgendeine andere Gesetzgebung kommt, kaufe ich mir ein anderes Auto. Die vielen Menschen da draußen, die gesagt haben, ich kaufe mir einen Diesel, weil der mich mit 4 Liter Verbrauch morgens günstig zur Arbeit bringt. Ja? Die sind am Ende nämlich die Gekniffenen. Und auch das hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Das heißt, wie bringen wir das Thema ökologische Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zusammen? Mhm. Das ist am Ende die große Frage, für die Grünen auch stehen. Ich glaube, es gibt viele Themen, die können die Linken oder die Sozialdemokraten besser besetzen, als wir das können. Einfach was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Ich glaube, das hat auch was mit einem Markenkern zu tun, den man als Partei hat. Und ich glaube, dass wir auch gut beraten sind, diesen Markenkern gezielt zu bedienen. Und die Themen, die Sie vorhin genannt haben, ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich hatte letzte Woche eine Veranstaltung hier in Duttweiler. Da ging es um das Thema Bienensterben. Da saßen 60 Leute. Am ersten Ferientag, ja, ohne dass wir da mordsmäßig getrommelt haben. Wenn ich heute eine Veranstaltung zu einem anderen Thema mache, zu einem Wirtschaftsthema, verspreche ich Ihnen, kommen gleicher Raum, gleiche Uhrzeit, vielleicht 10 Leute. Und das ist eine Frage von Themenkonjunkturen und das ist auch eine Frage von Themensetzung, die man sehr genau als Partei auch im Auge behalten muss. Wofür stehe ich und welche Themen kann ich glaubhaft nach vorne bringen. Das heißt nicht, dass die anderen Themen für uns unwichtig sind. Ich glaube aber, dass wir schon gucken müssen, wo können wir Punkte setzen. Gut, das hätte ja bestärkt die Idee, dass man wirklich diese VW-Angelegenheit massiver reinbringen hätte müssen. Klar. Weil der Markenkern wäre ja eben also, Ökologie etc. Ja. Wäre die Idee letztlich, wie gehen wir jetzt mit der Umwelt um, beginnend mit dem Kohlekraftwerk über das Auto bis hin zu der Idee, wie arbeiten Menschen, was ist unser Bild auch für eine Wirtschaft. Mhm. Da kommen wir fast bis zur Digitalisierung als ein Thema, was man in diesen Bogen reinspannen kann. Und diese, wir gucken uns ein Video an. Ich habe Ihnen was mitgebracht, also ich muss jetzt gucken, sonst kriege ich einen Hinweis, da haben wir kein Band mehr, da reden wir nur so weiter.
Und das mache ich trotzdem, weil ich finde das. Jetzt muss ich jetzt gucken, ob ich. Ja, den Spot kennen Sie vermutlich. Wenn nicht, sehen Sie ihn hier jetzt. Das ist von Frau Nahles aus dem. Soll ich den mal abspielen? Ja, ja. Ich kenne ihn. Grüß einmal. Chef, ja, die haben das Teil viel zu spät geliefert. Gleich ist die Kita aus und ich muss hier Eier noch holen für den Eierlauf. Eier? Kindergeburtstag. Und unser Meeting um 5? Ich schalte mich rein. Ich schalte mich wie? Einschalten. Ach, einschalten, ja. Grösselmann! Ja. So einen Vater hätte ich auch gerne gehabt. Mehr Ideen für die Zukunft der Arbeit im Weißbuch Arbeiten 4.0. www.arbeiten40.de. So, jetzt kommt die Klausuraufgabe. Ihre Meinung dazu? Naja. Es gibt kein richtig und falsch. Also keine nein, Angst. Nein, ich habe da, oh Gott, ich habe keine Prüfungsangst. Aber ich habe natürlich auf der einen Seite eine positive Assoziation, weil es heißt, wir geben den Leuten mehr Freiheiten. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich eine negative Assoziation, weil es heißt, ich schalte mich rein und ich bin immer erreichbar für die Arbeit. Ich glaube, dass wir eigentlich die Botschaft noch etwas positiver hätten machen müssen für das Thema, Sie können jetzt mal nach Hause gehen und sich um die Familie kümmern. Ja. Also dahinter steht ein ganz ernster Kern. Etwas, was mich wohlgemerkt, Elfenbeinturm, andere Perspektive, Genuss und Zeit nachdenken. Digitalisierung ist ein Thema, das gerade die Wirtschaft extrem in den Vordergrund rückt. Mhm. Also wenn wir gucken, was in der nächsten Zeit an Geld ausgegeben wird, auch was hier an der Uni ausgegeben wird, also alles, was mit Big Data und Informatik hat, was hat Konjunktur, die kriegen Geld. Solche Exoten wie mein Institut wird einfach geschlossen wegen Irrelevanz. Also das zeigt so ein bisschen, wo auch der Schwerpunkt hingeht. Aber ist gar nicht mein Thema. Digitalisierung ist ein In-Thema. Und da haben wir bei den meisten Parteien und verblüffenderweise auch bei Ihnen, ich fand das sehr interessant, als ich das heute früh nochmal mir durchgelesen habe, eine völlige Einigkeit bis hin zu einer verbalen Identität. Also Austauschbarkeit ist da nochmal das harmlose Wort dafür. Weil es geht immer um die Fragestellung, wie auch in dem Spot jetzt hier, in dieser Struktur, dass die Arbeitszeit flexibilisiert wird, zunehmend flexibilisiert wird und diese Flexibilisierungsidee immer mit diesen Komponenten gekoppelt wird. Und das steht in nahezu allen Programmen drin, eben bei der FDP steht es stark drin, ich habe es drin, die Karte, weil sie nach nochmal kommen wollte. Und das Wort, was da dahinter steht, ist diese Work-Life-Blending. Also die Idee, flexibler Übergang, Privat und Beruf vermischt sich. Und das ist eine Botschaft, die zurzeit ganz stark in den Vordergrund gerückt wird. Sie haben ja auch, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber ich frage jetzt mal ganz brav nach, so die Idee, wir müssen mehr Homeoffice kreieren. Also ich bin kein absoluter Verfechter davon. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei vielen eine Rückentwicklung gibt, dass die Leute wieder mehr ins Büro wollen. Ich glaube, wir haben ja draußen, wenn Sie mit vielen sprechen, ich mache ja auch ab und zu Homeoffice, ja, und weiß, dass ich eigentlich zu Hause viel weniger produktiv bin, als wenn ich irgendwo in einem Arbeitszusammenhang bin. Mhm. Das ist meine persönliche Einschätzung. Es gibt aber auch viele, die sind froh, wenn sie das natürlich machen können, um zum Beispiel das ein oder andere besser miteinander verzahnen zu können in einer Arbeitszeit. Wovon ich kein Freund bin, ist, wenn die Leute rund um die Uhr erreichbar sind. Also ich mache das zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern nicht. Das heißt, meine Mitarbeiter, die gehen irgendwann nach Hause und dann bemühe ich mich auch, sie nicht mehr anzurufen an diesem Tag oder sonst was. Ja, auch nicht mehr mit E-Mails zu belämmern. Ich glaube, wir müssen eine klare Trennung machen zwischen der Frage, bin ich immer erreichbar oder kann ich auch von woanders arbeiten als im Büro? Ja? Ich weiß, dass wir auch schleichende Prozesse gesehen haben in einigen Bereichen, wo das damit verwechselt wurde. Du kannst das Zuhause-Arbeiten verwechselt wurde mit der Frage, du bist jetzt immer erreichbar. Ja? Ja. Und das ist ein Punkt, auf den muss man
tatsächlich eingehen. Ich glaube aber, dass wir natürlich auch durchaus natürlich den ein oder anderen positiven Effekt haben, insbesondere für Menschen, die mehrere Rollen unter einen Hut bringen müssen, am Tag während der Arbeitszeit. Ja? Wir reden jetzt nicht von abends oder am Wochenende, ja? Aber ich glaube, dass wir einen klaren Rahmen auch brauchen. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ja? Das Thema Work-Life-Balance ist für mich, auch für mich selber, kein unwichtiges. Ja? D'accord, völlig d'accord. Aber nicht aber nachgehakt, weil da haben wir ähnliche Meinungen, was ich sehr positiv finde, ohne hier Schulnoten vergeben zu dürfen. Das finde ich sehr gut. Nur das ist nicht Mainstream. Mainstream ist die Idee, sowohl in Industriepolitik wie in sehr vielen anderen Programmen, ist die Idee, ganz dezidiert von Work-Life-Balance auf das Work-Life-Blending zu gehen. Also es gibt im Bundesarbeitsministerium einen Arbeitskreis, der hat jetzt über die INQUA ein Papier veröffentlicht, drin steht, wie gehe ich damit um, dass ich permanent verfügbar bin. Das muss ich mir auf der Zunge gehen lassen. Mhm. Die Logik, die dahinter steht, ist ja, permanent Verfügbarkeit wegen der Digitalisierung ist gesetzt. Wie gehe ich damit um? Wie sorge ich dafür, dass mein Telefon da ist? Wie kriege ich einen Vertreter? Wie kriege ich auch eine Kita-Struktur? Mhm. Weil wenn der Kindergarten 8 Stunden ist, hat das eine Implikation. Wenn der aber 20 Stunden ist, habe ich eine völlige Variabilität. Und das ist zurzeit ein Thema, was hinter den Kulissen massiv diskutiert wird. Ich weiß nicht, wie weit Sie diese Papiere kennen, die die Personalvorstände deutscher Unternehmen zurzeit veröffentlichen. Das heißt, wenn man sich das Papier anguckt, kommt ein Work-Life-Blending raus, was fast schon eine Mogelpackung ist, dass man das dem Bürger nicht erzählt. Weil das bedeutet nämlich eine Rundumverfügbarkeit. Es wird immer das schöne Köderwort der Flexibilisierung gebracht. Nur damit meint man nicht, dass der Mitarbeiter überlegen kann, wann er arbeiten will, sondern damit meint man eher die Idee, dass er zur Verfügung stehen muss. Rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Rund um die Uhr zur Verfügung stehen muss. Gleichzeitig wissen wir, und da hatte ich auch eine schöne Karte dazu, aber die brauche ich jetzt nicht mehr, das können wir auch so sehen, etwas, jetzt habe ich die Karte auch mit Ihnen, ne? Stress in der Arbeitswelt etc., auch eine Karte, auch eine Sache, die Sie ja sehr häufig thematisiert haben, wo dann aber auch immer wieder geantwortet, wir brauchen mehr Variabilität, wir brauchen mehr Flexibilität. Und das ist die Logik, die sich mir als Wissenschaftler jetzt entzieht. Weil wenn ich jetzt anfange, ich öffne all diese Gesetze, ich bringe die Variabilisierungsräume rein und lasse mal offen, ob der Arbeitgeber eigentlich immer diese ausschöpfen kann oder ob in welcher Situation auch der Arbeitnehmer mitdiskutieren kann. Ja, aber Entschuldigung, Variabilität ist ja das eine, aber ich kann ja Variabilität auch in einem bestimmten Rahmen anbieten. Ich glaube, es geht eher um die Frage, zum Beispiel kann ich Jobs teilen. Ja? Das ist ja für viele heute eine Frage. Wird in der Schweiz im Moment, habe ich neulich sehr interessant gesehen, diskutiert, zum Beispiel, dass auch Männer mehr Erziehungszeiten nehmen und solche Sachen. Ja, das ist ja eine Frage der Kultur. Deswegen will ich auch sagen, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, wir müssen die Flexibilisierung, wenn damit gemeint ist, ich halte mir die Leute am Gängelband 24 Stunden oder ich lasse sie 6 Stunden schlafen und halte mir die Leute 18 Stunden in irgendeiner Weise im Standby, das muss man verhindern, weil das setzt die Menschen unter Stress. Was man aber machen muss, man muss auch Arbeitszeitmodelle zulassen, die eben dafür sorgen, dass auch Frauen besser arbeiten können, dass sie auch zum Beispiel das Leben mit Kindern besser organisieren können. Und gut, ich glaube, das eine heißt nicht zwingend das andere. Deswegen kommt es auf den gesetzlichen Regelungsrahmen an, den man am Ende macht. Ich will aber ein Beispiel noch nennen, um zu zeigen, dass es eben nicht nur auf den gesetzlichen Rahmen ankommt, sondern es ist eine Frage der Kultur, die ein Land hat. Und ich war vor 4 Wochen in Skandinavien unterwegs. Und die Skandinavier, insbesondere die Finnen, wo ich unterwegs war, die haben ja eine sehr ausgedehnte Work-Life-Balance, um das mal so zu sagen. Ja? Und die sagen, es gibt bestimmte Tabus, auch für den Arbeitgeber. Die sind zum Teil gesetzlich nicht normiert, aber die sagen, es ist absolut tabu, ab einer gewissen Uhrzeit bei einem Arbeitnehmer nochmal anzurufen. Und Sie haben vollkommen recht, man muss die gesellschaftliche Debatte führen. Ich glaube, man muss sie auch jetzt führen.
Aber dann muss ich auch den Boden für so eine Debatte schaffen. Und die schaffe ich eben auch nicht nur über die Medien, sondern man muss auch von anderen gesellschaftlichen Mitdiskutanten. Das ist ja nicht nur die Politik, sondern es sind auch zum Beispiel die Kirchen, die nach wie vor Menschen binden, auch die Vereine, die ja sehr stark darunter leiden. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass immer weniger Menschen in die Vereine kommen. Warum? Weil sie sagen, für die wenige Zeit, die ich vielleicht noch irgendwo frei habe. Und das ist genau der springende Punkt. Das ist die wenige Zeit, die da frei ist. Ich würde gerne den Punkt noch mal kurz zum Aufgreifen, ja. So vergesse ich den jetzt hier. Diese Idee mit, wir brauchen diese politische Debatte, auch jenseits einer gewissen medialen Aufmerksamkeit. Fakt aber ist, und das ist jetzt ein Feld, mit dem ich mich doch ziemlich intensiv beschäftige, ja, gerade die skandinavischen Modelle, das ist jetzt nicht zwingend nur gesetzlich. Mhm. Ja, um 5 Uhr verschwinden die alle aus ihrem Office und so weiter. Spätestens. Ja, da gibt es Hügeli, ist diese dänische Variante, also das ist ein interessantes Feld. Bei uns ist die Debatte, und Sie können sich die Unternehmen durchdeklinieren, ob das jetzt Lufthansa ist, ob das jetzt Daimler ist, ob das Microsoft ist und. Da geht es um eine volle Flexibilisierung der Arbeitszeit im globalen Kontext, around the clock, mit allem, was dazugehört. Mhm. Und die produziert Stress, die produziert Krankheit, die produziert auch jetzt ökonomischen Wertverfall, weil das ist jetzt auch eine ökonomische Idee, wenn Leute krank werden, wenn Stress ist. Mhm. Bis hin zu der Idee, man hat keine Zeit mehr für Vereine. Mhm. Man hat aber, das ist ein Argument, was ich vor kurzem in die Diskussion jemand eingebracht hat, auch keine Zeit für Pflege und so etwas, auch für verlässliche Pflege. Mhm. Ich kann nicht jemanden pflegen und erfahre um 4 Uhr abends, ob ich jetzt noch mal 3 Stunden länger da bleiben muss. Mhm. Und diese Debatte, die wird aus meiner Sicht überhaupt nicht geführt, wenngleich zumindest in einer potenziellen Partei, die jetzt vielleicht an der Regierung ist, da ganz klare Ideen ist, vorliegen, wie man das macht. Und da wundert es mich, dass das Thema in dem Dokument, den ich von Ihnen gelesen habe, ähnlich, also wie Sie es erzählt haben, das leuchtet mir ein. Das finde ich auch sehr gut, richtig sympathisch etc. Nur wenn man den Text sich normal anguckt, hat man genau die gleichen identischen Schlagworte, wie wir haben die Arbeitszeitflexibilisierung, wir gehen mit der Ruhezeit um, wir gehen mit verschiedenen anderen Punkten um etc. Da kommen wir auf einen sehr ähnlichen Teil und die Struktur, die Sie gerade jetzt angedeutet haben, eben, aber irgendwie, ich glaube, Sie haben gesagt, irgendwann muss Schluss sein. Mhm. Ja? Diese Struktur, die ist zumindest in den mir von Ihnen vorliegenden Papieren weniger deutlich drin gewesen, weil das wäre eine Botschaft, das kenne ich von vielen Vorträgen, die ich halte. Das ist eine Botschaft, die Leute wichtig sehen. Das ist auch eine Botschaft, die gerade die Generation Z ja wichtig findet. Mhm. Die will ja fast ein 9-to-5, die will ja eine klare Struktur und die will garantiert nicht das, was zurzeit angedacht wird. Aber wir haben auch in der Bundestagsfraktion sehr intensiv zu diesem Thema gearbeitet. Da kann ich Ihnen auch nochmal Papier zuschicken. Ne? Also ich glaube, die Botschaft ist bei uns schon angekommen und Sie sprechen es ja selber an. Es ist ja nicht nur die Generation Z, die damit ein Problem hat. Das ist auch meine Generation. Mhm. Ich sag das auch für mich. Ich habe sicher über 70 Stunden in der Woche, die ich unterwegs bin. Dazu kommen selbst jetzt am Wochenende Reisezeiten, ja. Das hier sind ja die angenehmeren. Aber wenn Sie viel reisen müssen, Sie müssen viele Podiumsdiskussionen machen. Das ist Teil meines Jobs. Das ist auch ein selbstgewähltes Schicksal. Aber ich habe natürlich auch 2 kleine Kinder zu Hause sitzen, die natürlich so klein sind, dass sie nicht abends warten können, bis der Papa um 11 Uhr nach Hause kommt. Mhm. Ja. Und das ist, ich sehe das bei mir selber. Und Sie fragen sich natürlich irgendwann auch, immer unter Druck nur Familienleben zu haben. Ja, das kann man mal eine bestimmte Zeit lang machen. Aber ich glaube, das wäre kein Lebensentwurf. Und ich glaube, aus meiner Generation, jetzt bin ich etwas älter als Z, ja, aber selbst aus meiner Generation sagen viele, auch Freunde von mir, die Unternehmensberater waren und jetzt gesagt haben, eigentlich ist mir das zu stressig. Ich möchte geregelte Arbeitszeiten haben und ich möchte auch zu Hause sein mal. Ja. Ich glaube, dass das immer mehr kommt. Und wir erleben das im Freundeskreis, dass sie sagen, wir wollen eigentlich auch leben. Ja. Wäre das nicht, wie Sie das jetzt gesagt haben, diese Variante, eine Botschaft, die man
in einem Wahlkampf verwenden kann? Weil das klingt jetzt, für Sie hat das jetzt normal geklungen. Ja. Ja? Gucken Sie mal nach, also ich sollte jetzt nicht weit vor, was zu sagen, was Sie tun sollen, nein. Aber schauen Sie mal nach, welche Botschaften zurzeit thematisiert werden. Und die Botschaft wird nicht thematisiert. Es wird sehr stark die Idee, wir sind in der Digitalisierung, wir müssen schneller, wir müssen agiler, wir müssen dynamischer, wir müssen. Die Botschaft, wie Sie sie jetzt artikuliert haben, das wäre zumindest mal ein Alleinstellungsmerkmal, das Sie ja durchaus auch mit Ihrem Markenkern verbinden können. Ja, nur die Frage ist ja, wir haben so viele Themen. Das ist richtig, das ist auch ein Thema, das man anspricht. Im Zwiegespräch. Ich würde das auch thematisieren draußen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, mit dem Sie die Massen bewegen. Im Moment noch. Ich will nur eins sagen. Ich glaube, die Digitalisierung ist ja an vielen Stellen auch zu Recht auch positiv belegt. Ich glaube, Digitalisierung ist ja nicht gleich... Das ist kein Dissens. Digitalisierung ist ja nicht gleich die Pforte zur Ausbeutung. Mhm. Ich glaube, das muss man klar machen. Ich glaube auch, die Digitalisierungsdebatte, die wir im Land hier führen, ist auch wichtig für das Land. Ich glaube aber, dass man in der Tat diese Frage, was bedeutet Digitalisierung eigentlich für unseren Alltag zum einen, also sprich jetzt nicht Arbeitsalltag, sondern Alltag, die Digitalisierung wird unser Leben verändern. Jetzt reden wir nicht von 2018. Aber reden wir mal von 2030 oder reden wir mal von 2040. Alle spätestens, ja. Ja, so. Ich glaube, dass wir dann auch diskutieren müssen über, was bedeutet die Digitalisierung für die Arbeitswelt. Weil das hat nicht nur Auswirkungen auf die Frage, wie lange arbeite ich am Tag, sondern was wird zum Beispiel auch aus Industriearbeitsplätzen. Ja, also das ist ja nicht nur die Frage der Automatisierung, sondern das ist natürlich auch die Frage, gerade für den Standort Saarland. Wir haben vorhin über Mobilität gesprochen. Ich persönlich glaube, dass wir in 20 Jahren eine andere Form von Mobilität haben werden. Auch früher schon. Das heißt, wenn Sie heute mal in großen Städten unterwegs sind, wo wir einen großen Anteil von öffentlichem Personenverkehr haben, aber auch in Berlin kann ich mir an jeder Straßenecke einen Elektroroller holen. Oder ich kann mir ein Elektroauto mieten. Elektroautos, ja? Primär. Ja? Aber Roller stehen jetzt seit einem halben Jahr an jeder Straßenecke. Mhm. So, das heißt, das hat ja auch Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Ja? Und das ist ein wahnsinnig großes Feld. Und dann müssen Sie sich einen Bereich rausholen. Ich glaube, wir müssen das Thema intensiver diskutieren und müssen das durchdeklinieren in allen Auswirkungen, die es hat. Dazu gehört auch die Arbeitswelt. Aber eben nicht nur. Ich glaube, man kann die Arbeitswelt nicht nur da rausziehen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Aber ich glaube auch hier, das ist ein Thema, das für viele Leute schwere Kost ist. Das können Sie so leicht nicht runterbrechen, dass Sie daraus eine Massenbewegung machen. Sie haben inhaltlich recht. Ich sehe das auch so. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, daraus ein Thema zu machen, das in großen Teilen der Bevölkerung gängig ist. Gut, das wäre etwas, was man empirisch überprüfen müsste, ob dem so ist. Zumindest die Rückmeldung, die wir teilweise haben, ist, dass zunehmend Menschen die Arbeitswelt belastend empfinden, ja. Zunehmend den Stress störend empfinden, ja. Zunehmend auch verstehen, die Idee der Arbeitszeitflexibilisierung ist ein Teil der Lösung, ja. Aber nicht die generelle Lösung. Zunehmend auch realisieren, die Fremdbestimmung wird immer größer. Ja, allein die Idee in der Früh als erstes mal Mail checken und gucken, was muss ich tun. Das hängt aber auch, sage ich mal, nicht nur mit den Anforderungen des Arbeitgebers zusammen. Weil wenn Sie heute mal sehen, ich wohne in St. Louis, wir haben über 6.000 Menschen, die bei Ford arbeiten. Ja, die fahren morgens, wenn sie in der Produktion sind, zu ihrer Schicht. Das Gleiche für die Dillinger Hütte. Das sind Menschen, die sind zwar von der Digitalisierung betroffen, aber deren Arbeit kann ich noch nicht auf das Smartphone verlagern. Mhm. Ja? Das heißt, die gehen nach Hause. Noch nicht ganz, ja. Die gehen nach Hause abends und die haben die Problematik nicht. Wir haben aber, sage ich mal, wenn ich mich hier umgucke, natürlich hier durchaus Bereiche, im Beratungsbereich oder sonst was, Leute, wo das so ist. Das ist aber, glaube ich, immer noch nicht die Masse im Saarland, weil wir eben in der Industrie zwar Digitalisierungsprozesse haben, aber eben die Gefahr, dass die Leute die Arbeit mit nach Hause nehmen, geringer ist. Aber was wir sehen,
Und das halte ich auch für durchaus problematisch, ist natürlich, dass wir über die sozialen Medien heute eine Allgegenwärtigkeit haben der Digitalisierung, die ja auch vor dem Privatleben keinen Halt macht. Für viele Menschen findet das Privatleben ja heute bei Facebook, Instagram, mhm, Twitter oder sonst wie statt. Und das ist in der Tat ein Problem, das ich selber kenne, weil wir natürlich als Politiker auch da unterwegs sind und das für uns auch oft so ein Gradmesser ist oder vielleicht auch nur gefühlt ein Gradmesser ist dafür, wie groß ist die Akzeptanz für unsere Themen. Ich habe mir vor einigen Monaten eine Facebook-Diät auferlegt und habe gesagt, ich gucke da nur noch zweimal am Tag rein. Ja, und habe gesagt, guck zweimal am Tag rein und dann gucke ich, was passiert. Und dann reagiere ich oder ich reagiere nicht, aber ich will mich selber nicht mehr abhängig machen, zum Beispiel von den sozialen Netzwerken. Und ich glaube, dass wir diese Wechselwirkungen auch stärker in der Gesellschaft diskutieren müssen. Wenn ich heute 13-Jährige sehe, die nur noch mit dem Smartphone durch die Gegend laufen und permanent nur auf das Smartphone gucken, bei allem Positiven, was natürlich das bringt für unsere Vernetzung, dass ich sagen kann, ich ziehe mir jetzt ein Fahrrad über das Smartphone oder ich ziehe mir jetzt einen Roller oder ein Auto über das Smartphone, haben wir ja auch so eine Tendenz zur Entsozialisierung in der Gesellschaft. Und das ist nicht nur ein Thema der Arbeitswelt, sondern das ist ein Thema, das wir generell haben. Und das fängt bei den 13-Jährigen an oder bei den 10-Jährigen, die ja heute schon vielfach nur noch über diese Dinger kommunizieren. Gut, damit wären wir wieder bei der Generation Z gelandet, ja, die ja auch in diese Arbeitswelt reinkommt oder schon drin ist. Und wie gesagt, ich kann es nochmal betonen, das ist ein Punkt, der zunehmend wichtig wird. Und ich teile, aber das steht mir jetzt nicht an, hier Meinungen zu äußern, ich interview Sie ja hiermit. Ich glaube, diese Arbeitswelt wird für sehr, sehr viele Menschen zurzeit sehr bedrohlich empfunden. Mit der ganzen Verunsicherung, mit der Fremdbestimmung, ja, auch mit dem Aufbrechen, weil gerade was Sie gesagt haben, die bei Ford, die Arbeiter, die sind in einer klaren Struktur, aber das sind ja die Arbeitsplätze, die ja nicht mehr lange in der Form existieren werden. Also natürlich noch, aber nicht mehr in der Zahl, die Zahl ist auch schon zurückgegangen, sodass ich also schon glaube, dass man zumindest mal darüber nachdenken sollte, ob diese Blending-Struktur, die jetzt hier offenbar Mainstream ist, und wir haben die Programme uns ausgedruckt, die Aussagen nebeneinander, das ist fast deckungsgleich. Und von der Ideologie jetzt als positives Wort, jetzt wär Ihr Club wirklich einer, der sich da auf der anderen Seite mit beschäftigen könnte? Und so gesehen bin ich mir nicht sicher, ob vom Markenkern her dieses Fixieren auf wir wollen länger tun etc., ob das eigentlich die gute Botschaft ist, weil wir werden noch in den nächsten paar Wochen dann eine ganz starke Diskussion über diese Digitalisierung kriegen und dann sind wir in der Arbeitswelt angekommen. Mhm. Und dann wird es noch spannender oder vielleicht wird der Wahlkampf dann spannend, zurzeit ist er noch eher harmlos, aber dann wird es dann vermutlich losgehen. Also ich glaube, die Nuancierung ist wichtig und wir haben uns auch in der Fraktion damit befasst. Ich werde das auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Frage ist, wie kann ich es kampagnentechnisch überhaupt operationalisieren? Wie erreiche ich die Menschen mit so einem Thema? Das wird niemals alleine über die Politik funktionieren. Nein, aber es funktioniert. Ich habe es gesehen, also daher weiß ich es zumindest. Ich schreibe ja manchmal so kleine Mini-Blogs, also jetzt nicht so große, aber kleine. Und das Thema mit dem Work-Life-Blending, das war ein Thema, das hatte innerhalb von wenigen Stunden 60.000 Leute, die es gelesen haben. Ja. Das ist jetzt nicht viel, aber das ist schon eine Zahl, die ist nicht ganz irrelevant. Und die war, also abgesehen von der Griechenland-Varoufakis-Diskussion, war das also der Bereich, der am meisten Zustimmung auch bekommen hat. Aber wissen Sie, was das Problem ist? Wir brauchen, und die Politik und die Menschen brauchen im Prinzip eine Idee, was kann ich konkret tun? Wenn wir das jetzt mal aufs Land hier runterbrechen, dann ist ja die Frage, was kann ich zum Beispiel im Land tun? Ja, Sie haben vorhin angesprochen, es wird hier viel investiert in Digitalisierung. Ja? Ich glaube, heute ist es wichtig, dass man ein konkretes Projekt braucht, an dem ich so ein Thema festmachen kann. Und meine Erfahrung in der Vergangenheit war immer, man muss so ein Thema, wenn man so will, filetieren und muss sagen, wo kann ich jetzt mit überschaubaren Mitteln
dass was Konkretes erreichen. Dass ich zum Beispiel im Land sage, wir machen das mal mit unseren eigenen Bediensteten, dass wir sagen, es gibt ein Verbot ab einer bestimmten Uhrzeit, die Dienstlicht zu belämmern. Oder es gibt irgendein Modell, wo ich es beeinflussen kann. Ja? Mhm. Es gibt ja auch Dinge, die kann man nicht einfach gesetzgeberisch lösen. Es gibt Themen. Also da gebe ich Ihnen recht. Also da ist die Idee, dass wir, also das war auch nicht meine Intention, dass wir auf den Gesetzgeber. Nur der Gesetzgeber kann natürlich, wenn er jetzt bestimmte Regelungen im Arbeitszeitgesetz freigibt, impliziert das natürlich Handlungen. Das ist richtig. Nur und das prägt dann auch Kultur. Erinnere mich an eine Debatte. Ich bin, wie gesagt, ja auch im tourismuspolitischen Bereich unterwegs. Mhm. Wenn wir heute diskutieren, da gibt es diese Ansinnen auch der Branchenverbände, die gibt es immer schon, zu sagen, wir wollen eine Flexibilisierung, zum Beispiel der Gastronomie, ist das ein ganz großes Thema. Mhm. Frage, kann ich Lehrlinge, wie lange dürfen Lehrlinge arbeiten am Tag? Ja, das ist ja jetzt relativ streng reglementiert. Die Gastronomie fordert seit Jahren eine Flexibilisierung und die Politik hat bisher immer erfolgreich standgehalten. Ich glaube, das meinte ich vorhin mit filetieren. Ich glaube, das Thema ist zu groß, als dass es für viele Leute fassbar, so fassbar ist, wie wenn ich Ihnen jetzt sage, Leute, Kohlekraftwerke sind schlecht fürs Klima, wir müssen bis zum Tag X aus der Kohlekraft aussteigen, dann ist das, sage ich mal, ein eng umrissenes Thema. Ja. Wenn ich das Thema Work-Life-Blending oder Work-Life-Balance hole, ist das heute für viele Leute ein Thema, aber lang nicht in der Breite der Gesellschaft. Ich glaube, Sie haben das vorhin angesprochen, das Thema Angst. Ich glaube, Digitalisierung und Angst ist eine Verknüpfung, die wir in den letzten Jahren sehr stark sehen. Das haben auch die Gewerkschaften. Ich glaube, das Hans-Böckler-Institut hat das jetzt nochmal in den letzten Wochen irgendwann thematisiert. Was kostet uns die Digitalisierung an Arbeitsplätzen? Und ich glaube, das Saarland hat, glaube ich, das höchste Risiko von allen Bundesländern, was den Verlust von Arbeitsplätzen angeht, durch die Digitalisierung. Und dann haben die diese Zahl veröffentlicht und das ist ja relativ breit hier eingeschlagen, weil alle sofort gesagt haben, die Digitalisierung kostet uns Industriejobs. Und ich glaube, wir müssen zunächst mal über die Frage diskutieren, Digitalisierung, auf der einen Seite das, was wir besprochen haben. Das heißt also, was heißt es für die Leute, die tagtäglich erreichbar sind? Das heißt, welche Bürojobs kann ich irgendwie nach Hause verlagern? Und auf der anderen Seite muss man den Leuten zunächst mal die Angst nehmen vor der Digitalisierung in der Industrie. Ja, das heißt, man muss ihnen eine Perspektive geben, wo kann sich das hin entwickeln? Dafür muss sich auch die Industrie bewegen. Das sehen wir in der Automobilindustrie. Wenn die Automobilindustrie sagt, Leute, das wird jetzt noch 30 Jahre so weitergehen mit dem Verbrennungsmotor, was nicht so sein wird. Weil das haben wir auch überhaupt nicht in der Hand. War letztes Jahr in China unterwegs. Da haben wir eine relativ klare Ansage auch von Seiten der Chinesen bekommen. Die haben gesagt, wir machen eine Quote für Elektroautos. Und wenn wir die Absatzmärkte der deutschen Automobilhersteller im Premiumbereich sehen, weiß nicht, BMW macht einen hohen Anteil seiner Produktion für China, dann wissen wir haben das Thema Elektrifizierung, Elektromobilität gar nicht in unserer Hand. Das werden die Chinesen entscheiden, ab wann wir hier nur noch emissionsfreie Autos bauen. Und da brauchen wir ein klares Signal auch von der Industrie. Was ist die Perspektive für die Automobilindustrie oder für andere Industrien? Ja? Und deswegen sage ich, das Thema ist so komplex, dass wir gucken müssen, wo können wir das mal so diskutieren, dass jeder draußen weiß, aha, das ist in diesem Thema 1, im Thema 2, im Thema 3, das ist die Strategie, das ist die Perspektive, da kann ich mitgehen oder da kann ich nicht mitgehen. Super, das war die Ankündigung, die ich gebraucht habe. Wir sind, glaube ich, auch in der Zeit recht gut durch. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Hab viel dazugelernt. Ob ich jetzt so viel optimistischer für die Arbeitswelt bin, weiß ich noch nicht so ganz. Die werden wir zwei auch heute aber hier die werden, nicht die werden wir beide nicht, aber, reformieren. Ja. Aber ich glaube, auch der Realismus ist die Geschichte, die dazugehört. Gucken, was ist wirklich auch machbar. Ja. Und dann natürlich wirklich auch dann doch wieder der Optimismus. Im Sinne von, ja, irgendwie liegt es an uns. Allerdings in dem Fall mehr an Ihnen und weniger an mir. Und vor diesem Hintergrund recht herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.